Willkommen zurück. Wir haben heute für euch ein Tabata-Workout. Das ist ein kurzes, intensives Workout. Heißt, wir haben immer 20 Sekunden, in denen wir Vollgas geben, wirklich so schnell wie ihr könnt. Haben 10 Sekunden Pause, dann wieder 20 Sekunden Vollgas, 10 Sekunden Pause. Das Ganze 8 Mal. Wir haben verschiedene Übungen. Ich sage die zwischendurch immer an. Guckt, dass ihr euch vorher warm macht, den Kreislauf ein bisschen in Schwung bringt, vielleicht ein Stück gelaufen seid, die Gelenke ein bisschen geschmiert habt, Arme kreisen, einmal Knie anziehen, dass ihr schön gelockert seid für die Übung und dann Vollgas geben könnt. Wir haben 4 verschiedene Übungen, die wir machen. Wir fangen an mit dem Kniehebelauf. Knie schön weit nach oben ziehen, das Ganze schön auf Tempo, so schnell wie ihr könnt. Richtig Gas geben. Wir machen weiter mit dem Squat, mit der Kniebeuge. Gehen schön tief runter, gucken, dass wir gerade bleiben im Rücken. Auch hier nochmal von der Seite. Und auch wieder das Ganze auf Tempo. So, dann geht es weiter mit den Lunges oder den Ausfallschritten. Hier gehen wir schön weit nach vorne. Gucken, dass wir ungefähr in den 90-Grad-Winkel mit dem hinteren Bein kommen. So, machen das abwechselnd, mal mit dem linken Bein und mit dem rechten Bein, immer abwechselnd. Als letzte Übung kommt dann der Hampelmann oder Jumping Jack. Auch hier richtig Gas geben nochmal als letzte Übung. Und dann sind wir fertig. Welcome to Tabata. Here we go with 5, 4. Okay, los geht's mit den Kniehebeläufen. Richtig Gas geben, so schnell wie ihr könnt. Komm, Gas geben. Atmen, gleich geht's weiter. 3, 2, 2 Sekunden, Kniehebeläufe und los. So schnell wie ihr könnt. Jetzt nochmal Gas.
die Hand jetzt nochmal rauslassen. Richtig Gas geben. 3, 2, 1, und los geht's. So schnell wie ihr könnt. Komm, weiter. Dann ziehen. Hast du den Weg? Und fertig. Geschafft. So, wenn ihr dann die Runde geschafft habt, Respekt von mir, wenn ihr jetzt immer noch Energiereserven übrig habt und sagt, ich muss da noch eine Schippe drauflegen, das könnt ihr gerne noch eine zweite Runde machen. Wer möchte auch gerne noch eine dritte Runde, übernehmt euch nicht, aber wer viel Power hat, macht das eine zweite Runde oder eine dritte Runde. Und wir haben auch noch ein fortgeschrittenes Workout für euch, das kommt später.